Gut, wir sind im 26. Kapitel vom Buch Genesis in der Geschichte all dessen, was Isaak betrifft. Jetzt habe ich meine Maus wieder dort, wo ich sie haben will. Gut, mir war es bald verwirrt, wo ist der Mauszeiger? Ja? Also wir sind in Genesis 26, Prüfungen und Verheißungen im Leben von Isaak. Wir haben einige Prüfungen im Kapitel. Eigentlich wirkt es fast wie so eine Geschichte halt. Ja, wieder mal Abimelech, wieder mal die Philister. Aber dann schaut man rein, schaut, da haben wir wieder eine Hungersnot. Dann mal wieder die Geschichte mit, dass der Isaak die Rebekka als seine Schwester ausgibt. Dann wieder einen Brunnenstreit wie bei Abraham. Den haben wir in der ersten Lesung gehabt. Dann haben wir Feindschaft. Wieder den Schwurbrunnen. Und Leben aus der Verheißung. Eine ganz spannende Geschichte, die so viele Parallelen zum Leben Abrahams drinnen hat. Warum muss Isaak quasi dasselbe durchmachen wie Abraham? Und das hat eben mit Prüfungen zu tun, mit Glaubensprüfungen. Jakobus sagt: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wir haben das gesungen, jubelt, wenn euch Bedrängnis trifft. Es ist Grund zur Freude, wenn wir geprüft werden. Ist nicht immer lustig im Moment, aber man muss auf das Ziel schauen, auf das Ergebnis. Was kommt raus bei einer Prüfung? Und wir werden auch beim Isaak sehen, da ist was rausgekommen. Es hat ein gutes Resultat gehabt. Zuerst die Hungersnot. Bleib im Land. Es war aber eine Hungersnot im Lande. Mehr als die erste Hungersnot in den Tagen Abrahams. Und Isaak ging zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. Da erschien ihm der Herr und sprach: Zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern wohne in dem Land, das ich dir sagen werde. Bleibe in diesem Land, und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen gebe ich alle diese Länder, und ich werde den Eid erfüllen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deine Nachkommen so zahlreich werden lassen wie die Sterne am Himmel. Ich will deinen Nachkommen alle diese Länder geben, und durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil dein Vater Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Anordnungen, meine Gebote, meine Rechtsbestimmungen und meine Gesetze gehalten hat. So wohnte Isaak in Gerar. Die erste Prüfung ist eine Prüfung durch Mangel. Das ist immer spannend, wenn auf einmal irgendwie sich nichts mehr ausgeht, wenn man Hunger hat, finanziell in der Krise ist, aus irgendeinem Grund Mangel oder krank ist oder sonst was. Es war eine noch schlimmere Hungersnot als in den Tagen Abrahams. Hat schon was, ja? Was hat Abraham gemacht? Er ist nach Ägypten gezogen, weil das ist die Kornkammer gewesen. Am Nil, da war immer viel Wasser, war es immer fruchtbar. Auch nicht immer, unter Josefs Zeit hat es 7 Jahre Dürre gegeben. Also es gibt keinen Ort auf der Erde, der noch so sicher scheint, der davon bewahrt ist, dass es nicht einmal eine Hungersnot gibt. Aber dem Abraham, der ist nach Ägypten gezogen, dem Isaak sagt Gott: Zieh nicht nach Ägypten, sondern bleib im Land. Ganz andere Ansage, eine viel direktere Ansage. Wir könnten uns fragen: Naja, war Abrahams Ausweichen nach Ägypten dann überhaupt richtig oder war das falsch? Es ist so, dass Abraham keine Weisung Gottes gehabt hat, im Land zu bleiben. Er ist einfach nach Ägypten gezogen. War nicht verboten, war okay, war eine Möglichkeit, eine Lösung für seine Situation damals. Nur Gott fordert den Isaak mehr heraus. Er soll im Land der Hungersnot bleiben. Er soll dort bleiben, soll nicht ausweichen nach Ägypten. Warum? Warum? Glaube muss geprüft werden.
Es geht nicht anders. Wie wissen wir selber, ob wir im Glauben stehen? Wie wissen wir selber, was wir von unserem Glauben halten sollen, wenn er nicht geprüft wird? An die Korinther schreibt Paulus einmal, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Na, wie stellt man das fest? Ja, nur indem man geprüft worden ist, indem man erlebt hat, wie sich der Glaube bewährt in verschiedenen Situationen im Leben. Der Glaube ist keine Schreibtischgeschichte, ist keine Theorie. Der Glaube ist ein Lebensprinzip. Und wo immer wir leben, ist unser Glauben drinnen, dabei. Was bedeutet mein Glaube am Arbeitsplatz, in der Familie, bei Freunden, in Krankheit, in Gesundheit, in Mangel, in Reichtum? Was macht der Glaube für einen Unterschied? Glaube muss geprüft werden. Hält er auch, so wie ein Schiff, hält es auch einen Seegang mit 10 Meter hohen Wellen aus? Oder ist es nur für einen Thurnberger Stausee geeignet, mein Schiff? Und wenn es windstill ist. Also unser Glaube soll ein Schiff sein, das den stärksten Seegang aushält und nicht nur für einen Stausee geeignet ist, als Ruderboot. Wir haben ja was zurückzulegen. Die Frage, die sich so stellt angesichts einer Hungersnot, ist das verheißene Land jetzt wirklich so gut? Da zweifeln wir vielleicht die Qualität der Hoffnung an, die Qualität der Verheißung an, wenn es jetzt einmal nicht so gut ausschaut. Es trifft aber eine Hungersnot auch gleichzeitig alle Menschen im Land. Das ist nicht nur, oh je, ich bin so arm, was hat Gott gegen mich? Sondern es betrifft den ganzen Landstrich. Gott mag euch alle nicht. Nein, überhaupt nicht. Gott mag euch natürlich. Aber diese Katastrophentüre sind für die Leute, die Gott nicht kennen, ein Paukenschlag, sich über Gott Gedanken zu machen. Dass ohne ihn nichts wächst. Und wenn man sich von ihm abwendet und anderen Götzenbildern nachläuft, dann darf man sich nichts wundern, wenn Gott hin und wieder mal sagt, lass einmal eure Götzen die Ernte bewirken. Na? Kann der Dagon, das war ein Philistergott, kann der Dagon euch eine Ernte bescheren? Kann es der Baal? Das kann nur ich. Wenn ich einmal mich umdrehe und einmal nichts tue, dann verhungert ihr. Das ist ein Paukenschlag für alle Menschen im Land. Und Gott will, dass wir mittendrin sind, weil er zeigen will, wie er uns durchträgt. Wie Gott designt und versorgt in schweren Zeiten. Das ist ein Zeugnis, seine Botschaft. Und dass durch uns den anderen etwas vom Herrn gezeigt wird. Der Herr will den anderen in der Krise durch uns zeigen, was Gottvertrauen für einen Unterschied macht. Wenn, und davon gehe ich aus, die meisten von uns werden irgendwann einmal schwer krank im Spital liegen, so stirbt man heute. Krebs ist auch ein liebes Tier. Oder was man sonst so kriegen kann, Operationen, Schwere und sonst was. Dann liegen wir auch im Spital. Mit all denen, die Gott nicht kennen, jammern und klagen, können wir dort ein Lichtstrahl der Hoffnung und der Freude sein in unserer Krankheit. Es trifft alle Menschen gleich. Ohne Gott gibt es kein Leben. Gott ist der Erhalter des Lebens. Die Menschen wenden sich von Gott ab. Die Krankheiten sind im Prinzip eine Folge der Abwendung der Menschheit von Gott. Jetzt liegen sie im Spital, sind tief traurig. Warum gerade ich? Da ist immer im Selbstmitleid drinnen. Und wir dürfen nicht ins Selbstmitleid verfallen in so einer Situation. Wir sollen einerseits es demütig aus Gottes Hand annehmen, dann ist es das, was wir als Menschheit insgesamt verdient haben. Aber wir leben aus der Hoffnung, aus der Perspektive der Auferstehung. Oder Gott heilt uns oder so. Sie werden sehen, da kommen andere Leute ins Spital zum Besuch. Da ist eine andere Stimmung am Krankenbett. Und so können wir Licht sein und den Menschen eine Perspektive zeigen zur Umkehr zum Herrn. Also es ist schon gut, dass wir mittendrin sind in all diesen Nöten. Und damit Isaak durchhält, hat er ihm auch eine Verheißung gegeben. Der ganze Text beginnt und endet mit der Verheißung Gottes. Und an dem müssen wir uns festhalten. Wir müssen immer daran festhalten, dass Gott uns ja Zusagen gegeben hat.
Und Gott wird diese Zusagen einhalten. Das heißt, wie erleben wir Gottes Treue im Alltag? Wie nehmen wir das wahr, dass Gott uns nicht verlassen noch versäumen wird? Nur indem wir durch Krisen gehen. Nur indem wir durch Krisen gehen, nehmen wir wahr, dass Gott treu ist. Es gibt kein Schönwetter-Christentum. Ganz bekannt ist ja die Geschichte mit den Spuren im Sand, wo jemand einen Traum gehabt hat, dass er mit Gott so quasi durchs Leben geht und es sind immer zwei Fußspuren, die Fußspur Gottes und dann seine eigene. Und dann ist irgendwann einmal schlimm gewesen und hat gesagt, ja Herr, wie ist das möglich? Da, wo die schwerste Zeit meines Lebens ist, habe ich nur eine Fußspur gesehen. Wo warst du da? Und er sagt drauf, das waren meine Fußspuren, weil ich habe dich getragen. Da, das ist eine ganz bekannte Geschichte, vereinfacht zusammengefasst. Wir sagen, ja, das stimmt, das ist so. Und es drückt sehr viel aus. Und wir müssen uns auch vor Augen halten, es hat euch bisher nur menschliche Prüfungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen, über eure Kraft hinaus geprüft werdet, sondern er wird zugleich mit der Prüfung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Ich sage bewusst Prüfung statt Versuchung, ist im Griechischen genau das gleiche Wort, hat beide Bedeutungen. Und wenn wir Versuchung nicht als Lästigkeit, sondern als Prüfung betrachten, dann können wir diesen Situationen absolut Positives abgewinnen. Und hier ist auch Gott ist treu. In den Prüfungen ist Gott treu, dass er genau weiß, was er uns zumuten kann und dass er aus jeder Prüfung auch einen Ausweg schafft. Wenn er den Ausweg schafft, dann brauchen wir den Ausweg nicht schaffen. Dann brauchen wir uns nicht frei zu boxen, gewaltsam befreien von der Prüfung, davonlaufen oder sonst was. Er wird den Ausweg schaffen. Und da müssen wir darauf warten, bis wir den sehen. 1. Korinther 10, 13. Isaak hat natürlich ein Vorbild gehabt, seinen Vater Abraham. Gott sagt, weil dein Vater Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Anordnungen, meine Gebote, meine Rechtsbestimmungen und meine Gesetze gehalten hat. Darum gilt die Verheißung. Das heißt, ja, die Verheißung Gottes ist nicht einfach so schön. Gott will mir was schenken und ich setze mich jetzt hin und warte, bis der Segen vom Himmel runtertröpfelt oder Plumps macht und da ist. Sondern es ist ein Weg der Nachfolge, auf den Abraham berufen worden ist, wo Abraham auf jedem Schritt sich bemüht hat, Gott gehorsam zu sein. Weil dein Vater Abraham gehorcht hat, gilt die Verheißung. Da gibt es eine gewisse Spannung zum Römerbrief, wo Paulus schreibt, Römer 4, 1 bis 5, was sollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagte die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Evangelische, evangelikale Christen leiten aus diesem Text, aus dem Römerbrief ab, im Grunde, dass wir gar nichts tun müssen, um errettet zu werden. Es ist nur der Glaube. Glauben und alles ist erledigt. Und dann lesen wir aber dann in Genesis 26, weil Abraham alle Gebote gehalten hat. Wie geht es zusammen? Wie geht es zusammen? Es geht zusammen. Man muss nur wissen, die Verheißung gilt, weil Abraham gehorsam war. Das hat nichts mit der Rechtfertigung zu tun. Dass Gott Abraham berufen hat, das ist reine Gnade. Dass Abraham Gott geglaubt hat in Kapitel 15, wegen dem Sohn, wo er noch gar keinen gehabt hat, und gesagt hat, okay, wenn du wirklich glaubst, wenn du dich auf diesen Weg einlässt, das ist Glaube, sich auf den Weg Gottes einlassen, ist gerechtfertigt. Dann ist er als gerecht angesehen vor Gott. Und im selben Gehorsam, der Glaube, der tut, der sich auf den Weg Gottes einlässt, das ist der Glaube. Der Glaube ist nicht bloß ein Fürwahrhalten. Gott hat was gesagt, ja, das glaube ich jetzt, wann kommt es denn? Wann kriege ich es denn endlich?
sondern Gott beruft auf einen Weg. In Abraham raus aus Ur in Chaldea, hinein in ein Land, das er noch nicht gekannt hat. Dann sagt er ihm, durchzieh das Land von oben bis unten, und irgendwann kriegt er noch, ja, bitte, fang's mal an mit der Beschneidung. Das brauchen wir auch noch, und lehrt deinen Kindern Recht und Gesetz und Ordnung. Und zack, zack, zack. Eine ganze Reihe Dinge sind im Lauf des Weges dazugekommen, die Abraham wie selbstverständlich befolgt hat. Und dieser selbstverständliche Gehorsam auf dem Weg, jeder Schritt, dann geht es ein bisschen weiter, ist im Glauben bewährt, bekommt einen neuen Auftrag, jetzt opferst du bitte deinen Sohn auf dem Berg Moria. Wie selbstverständlich hat Abraham auf dem Weg Glauben und Gehorsam verbunden. Gott zu glauben bedeutet Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen bedeutet auch die seltsamsten Anweisungen von ihm zu tun. Man muss nicht immer alles gleich verstehen. Und Isaak soll im Gehorsam des Vaters Abraham weitergehen, denselben Glauben pflegen. Das heißt, der Gehorsam Abrahams ist für Isaak kein Ruhekissen. Entschuldigung, so nach dem Motto, schau, die Verheißung gilt, weil dein Vater gehorsam war, hat er nicht gesagt, schau, weil mein Vater gehorsam war, brauche ich nichts mehr tun. Das ist auch so, Christus hat alles getan, was brauche ich noch tun, ja? Das ist kein Ruhekissen, wenn einer alles getan hat. Es ist ein Auftrag. Es ist vielmehr ein Auftrag zur Nachahmung. Das heißt, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Es gibt nie einen passiven Glauben. Es gibt keinen Ruhekissen-Glauben. Es gibt einen Glauben der Nachfolge, einen Glauben der Nachahmung, einen gehorsamen Glauben. Und Abraham glaubte biblisch. Da geht es nicht um Perfektionismus, da geht es um einen Weg. Das muss man auch immer wieder vor Augen halten. Es gibt dieses andere Extrem, dass man sagt, wenn du nicht perfekt bist, ja, wie viele Gebote muss ich noch halten? Habe ich genug gute Werke gemacht und so weiter? Das sind dumme Fragen. Wenn du auf einem Weg bist zu einem Ziel, dann gehst du. Wenn ich den Turmberg runde mache, dann quäle ich mich nicht den ganzen Weg bis zum Seestüberl runter. Wie viele Schritte sind es denn noch? Wie viele Schritte muss ich denn noch gehen, bis ich ans Ziel komme? Ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Und wenn er Pause braucht, brauche ich Pause. Setze mich aufs Bankerl. Ich meine, ich kenne den Weg rund um den See. Ich weiß, wo er endet und dass es dort gemütlich ist. Aber diese 2 Stunden, die man da geht, die sind für mich überschaubar. Unser Weg in der Nachfolge ist das nicht. Wir wissen nicht, wie viele Schritte wir zu gehen haben. Vielleicht endet unser Nachfolger heute Nachmittag. Oder morgen. Oder in 10 Jahren. Vielleicht mutet mir der Herr zu, 88 zu werden. Wie viele Patezetteln bei uns bei der Wirtin. Da gibt es viele Leute, die weit über 80 sind, ehe sie sterben. Das heißt, noch, puh, gute 30 Jahre noch selber. Wie viele Schritte sind es denn? Wie viele Schritte muss ich gehen? Wisst ihr, der eine geht mehr Schritte, der andere weniger. Es wäre unfair, wenn Gott die Schritte zählen würde und die Werke zählen würde. Denn der eine hat mehr Zeit, der andere hat weniger Zeit. Der eine fängt früher an zum Gehen, der andere später. Denkt an das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Die am Schluss gekommen sind, haben denselben Lohn. Aber wichtig ist, dass sie unterwegs waren. Aufbrechen und gehen. Gehorsamer Glaube ist kein perfektionistischer Glaube, sondern ein Glaube, der sich freut, den richtigen Weg gefunden zu haben und zu gehen. Und Isaak soll jetzt dem Vorbild Abrahams folgen. Ich meine, überlegt einmal, wir wissen alle viel mehr von Gott als Abraham, oder? Wir wissen mehr von Gott als Abraham. Aber Abraham hat von Christus nichts gewusst. Er hat ihn irgendwie vielleicht von Ferne erahnt. Aber wir sind durch Christus, dem Vater im Himmel, viel näher gekommen, als Abraham es je war. Wir sind unter ganz anderen Voraussetzungen unterwegs. Das ist nur so als Randbemerkung. Trotzdem ist er ein Vorbild des Glaubens. Obwohl wir mehr wissen. Lustig, oder? Aber wir sollen auch diesen Glauben leben. Und deswegen ist das, was das Thema in dem Kapitel ist, so wichtig. Was den Glauben und die Prüfungen des Glaubens angeht, besteht zwischen Abraham und uns ja kein Unterschied. Der Unterschied ist nur im Wissen.
dass wir einfach mehr Offenbarung schon bekommen haben. Aber der Glaube, das Prinzip des Glaubens ist gleich. Na, Isaak war gehorsam. So wohnte Isaak in Gera. Passt, dann bleibe doch. Erledigt. Auch Isaak lebte einen widerspruchslosen Glauben. Das gefällt mir, dieser Begriff widerspruchsloser Glaube. Wer hat das beim Vater gesehen, bei seinem Vater Abraham? Der hat auch widerspruchslos geglaubt. Er wurde selbst in diesem Glauben erzogen. Und er hat sich selbst auch widerspruchslos auf den Altar binden lassen. Das ist erstaunlich, oder? Da gehört Vertrauen dazu. Da gehört Glaube dazu. Dass Gottes Wille gut ist, auch wenn ich ihn erst überhaupt nicht verstehe. Gottes Wille, der mich bis an den Rand der Klippe führt und hinunterschaut und ich bin hinunterschauen lässt und ich bin überhaupt nicht schwindelfrei, das ist ungefähr die Situation von Isaak gewesen. Wann ist die Prüfung vorbei? Auch für den Abraham natürlich, aber für den Isaak war es auch eine Batzenprüfung. Wie weit geht die Prüfung noch? Und dann hat er eine Lösung gefunden, die prophetisch war. Der Glaube vom Isaak hat also eine Geschichte gehabt. Und im Lauf seiner Geschichte, seiner Lebensgeschichte, ist dieser Glaube stetig gewachsen und gereift. Darum brauchen wir uns auch nicht mit Leuten vergleichen, die schon weiter auf dem Weg sind. Oder so. Jeder von uns geht seinen Weg mit dem Herrn. Der Herr möchte uns alle ans Ziel bringen. In gewisser Weise bestimmen wir das Tempo aber selber. Wir können sagen, ich will schneller vorankommen, weiterkommen, ich will, dass mein Glaube schneller tragfähiger und belastbarer ist. Oder ich kann sagen, naja, ich gehe es lieber langsam an, ich bin mir noch nicht so sicher und lass mich ein bisschen nachziehen, ist natürlich für den Herrn lästig. Also Eltern, die Kinder nachziehen müssen, wenn sie irgendwo einen Spaziergang machen, erst komm endlich, das ist mühsam. Wenn wir den Herrn lieben, dann werden wir schauen, dass wir ein angenehmes Tempo gehen. Etwas, das uns nicht überfordert, denn nicht jeder hat denselben Glauben, nicht jeder hat dieselbe Tragfähigkeit. Das ist ganz wichtig. Nach dem Maß des Glaubens, das Gott einem jeden zugeteilt hat. Da muss man schon realistisch sein, dass wir nicht uns glauben, ich bin ein Hudson Taylor oder ein Hans Hut oder sonst wer, der die Welt aus den Angeln hebt, wenn ich einfach körperlich, geistlich noch nicht so weit bin oder vielleicht das überhaupt nicht meine Berufung ist, wenn Gott mich zu was ganz anderem ausersehen hat. Darum nicht vergleichen mit anderen. Wir vergleichen uns mit Christus und wir suchen seine Führung in unserem Leben ganz persönlich herauszufinden. Aber in unserer Lebensgeschichte soll der Glaube wachsen und reifen. Und das geschieht, indem man einen widerspruchslosen Gehorsam entwickelt. Dann gibt es die Geschichte mit der Schwester wieder. Die Männer des Ortes fragten ihn nach seiner Frau und er sagte, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau. Übrigens, diesmal sind es die Männer des Ortes und nicht der König des Ortes. Das ist ein Unterschied zu den anderen Geschichten von Abraham. Der ganze Ort, die ganzen Männer haben geschaut, oh, da kommt eine, die ist aber fesch. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau, damit ihn die Männer des Ortes nicht wegen Rebekka umbrachten, denn sie war schön anzusehen. Und es geschah, als er schon lange dort war, da sah Abimelech, der König von Gera, durch ein Fenster Isaak, wie er Rebekka, sein Weib, liebkoste. Da rief Abimelech Isaak und sagte, ganz offensichtlich ist sie deine Frau, wie kannst du dann sagen, sie ist meine Schwester? Isaak antwortete ihm, weil ich zu mir selbst sagte, damit ich nicht wegen ihr sterbe. Da sagte Abimelech, warum hast du uns das angetan? Ein aus dem Volk hätte leicht mit deiner Frau schlafen können und du hättest Schuld auf uns geladen. Da forderte Abimelech sein ganzes Volk auf und sagte, wer diesen Mann oder seine Frau anrührt, soll getötet werden. Wie viele Ister haben Law and Order gehabt, scheinbar oder doch nicht. Es ist ja für die kanaanitischen Männer waren Frauen offenbar freiwillig. Wir haben das bei der Geschichte mit Abraham und Sarah
gesehen, wie wir das besprochen haben, es war eine wilde Zeit. Eine Frau, die nicht verheiratet war, konnte man nehmen. Eine Frau, die schön war und verheiratet war, da konnte man den Mann töten, damit man die Frau kriegt. Also Brautraub, Brautraubmord, ja. Brautraubmord. Das war kanaanitische Praxis offenbar. Die ganzen kanaanitischen Männer in Gera waren eine gewisse Gefahr. Und die Schönheit der Rebekka hat die Blicke der Männer einfach angezogen wie Honig die Fliegen. Das ist etwas, was eine Wirkung hat. Es ist ja nichts Schlimmes oder nicht böse, wenn man schön ist, aber es ist eine gewisse Ambivalenz, eine Gefahr drinnen. Jetzt hat er lange an dem Ort gelebt, also wir wissen nicht wie lange, aber längere Zeit, und wurde ein bisschen unvorsichtig und hat Liebe bei offenem Fenster gemacht. Ja. Und da ist der Abi Melik vorbeigegangen und sagt, na da schau her. Hat er mich interessiert, was er da hört und was er sieht. Und dann sagt er, das ist ja doch deine Frau, nicht deine Schwester. Peinliche Situation. Jedenfalls hat er die Sache dann klargestellt, er hat ihn gerügt, hat die Sache klargestellt. Und Abimelech selbst erweist sich hier als besser als seine Landsmänner, denen er das Böse zutraut. Denn wahrscheinlich war er ein gebranntes Kind, ich nehme an, durch die Erfahrungen seines Vaters mit Abraham. Abimelech ist nämlich, so viel ich verstanden habe, nicht unbedingt ein Name, sondern ein Titel. Vater ist König. Vielleicht heißt das so viel wie Kronprinz oder irgendetwas. Abimelech ist jedenfalls kein persönlicher Name. Deswegen, Abraham hat mit dem Abimelech von Gerar zu tun gehabt, Isaak hat mit dem Abimelech von Gerar zu tun gehabt. Dazwischen liegen 60, 70 Jahre die Gegend. Genau, Isaak war 60, wie die Kinder kommen ist, und die Sarah war schwanger. Da unten in der Zeit, ja. 60 Jahre ungefähr liegen zwischen diesen beiden Ereignissen. Also gebranntes Kind, er hat von seinem Vater gehört, das ist schon einmal blöd ausgegangen. Deswegen hat sich er selber zurückgehalten. Hat aber genau gewusst, wie seine Landsmänner ticken. Ich kenne meine Pappenheimer. Ja, Abraham hat eine Hungersnot gehabt, der Isaak eine noch größere Hungersnot. Abraham ist nach Ägypten gezogen, Isaak blieb in Gerar. Abraham hatte keine Weisung. Isaak wurde ausdrücklich aufgefordert, im Land zu bleiben. Abraham gab seine Frau als Schwester aus, Isaak gab seine Frau als Schwester aus, und beide wurden bewahrt in der Geschichte. Es ist interessant, wie parallel das geht bei beiden. Es ist Schönheit. Eine Prüfung, tatsächlich eine weitere Prüfung. Es ist eine Prüfung, schön zu sein. So wie es eine Prüfung ist, stark zu sein. Schön sein zu wollen, ist die Schwäche der Frauen. Stark sein zu wollen, die der Männer. Männer, würde man sagen, mit Gewalt geht alles. Ja? Das ist ein männlicher Zugang zu Problemen. Und Frauen eben mit der Schönheit. Sie wollen schön sein, sie sind in der Regel schöner als die Männer. Männer ist es sowieso eher wurscht, wie sie selber ausschauen. Da gibt es ja immer diese Karikaturen. Eine bildhübsche Frau wird von einem Mann mit Bierbauch angestarrt. Ja? Dem Mann ist wurscht, wie er ausschaut, er funktioniert. Aber die Frau muss was darstellen. Ja? Also diese Idee, Schönheit und Kraft, ist ein ganz breiter Pinsel natürlich zwischen Frauen und Männern. Und die gefallenen Engel haben uns an unseren Schwachpunkten verführt, lesen wir im Buch Henoch. Das ist eine ganz wesentliche Passage, eigentlich auch auf die Tertullian auch zurückgreift. Diese übertriebene Gefallsucht, dass man sich schmückt und herrecht und noch mehr verbessern will, als das, wie Gott uns gemacht hat, ist ein Übel, das den Charakter einerseits von einem selber in Frage stellt. Warum will ich von allen Leuten bewundert werden? Es gibt wenig Facebook-Bilder, wo Männer so mit solchen und solchen Selfies sich präsentieren. Relativ wenig. Gibt es auch. Ja. Es gibt auch Männer, die stehen ständig vor dem Spiegel. Ja. Aber es gibt viele Selfie-Fotos von Frauen, und dann kommen
tonnenweise Komplimente. Mei, fesch siehst du aus, herzig, süß, schön, tausend rote Herzes, ja? Was denkt sich ein Mann, wenn er das sieht? Eine Frau in der Unterwäsche, im Selfie-Handy. Diese Gedankenlosigkeit schreckt mich manchmal. Die Gedankenlosigkeit schreckt. Nur die Männer, die haben halt andere Heldentaten zu verkünden. Wenn man wissen will, wie Männer ticken, dann geht's zum Stammtisch und schaut euch das an, die Helden. Oder schaut euch das an am Arbeitsplatz, Baustelle, Hurka, gehen wir an. Wir sind Praktiker, Macher, wir bilden uns was ein auf unsere Stärke. Gleichzeitig sind wir ungehobelt und sehr lustig. Wir sind sehr lustig, ja, wir lachen anders, ja, und über andere Sachen. Jedenfalls sind wir grundverschieden, Mars, Venus, so in der Art. Und die Engel haben uns immer an unseren Schwachpunkten verführt, um das noch zu verstärken. Um das zu verstärken, was unsere Schwächen sind. Anstatt dass wir stark werden gegenüber unseren Schwächen, haben sie die Schwächen verstärkt. Gut, für wen wollen wir schön sein? Und ich sage das jetzt, wir können uns männlich Frauen drehen auch, weil es gibt auch Männer, die wollen besonders schön sein. Wollen wir schön sein für den eigenen Mann, für die eigene Frau oder für alle Menschen? Für wen wollen wir schön sein? Rebecca war schön anzusehen. Und sie war für jeden schön anzusehen. Das ist eine spannende Sache. Attraktiv ist eins eine Bezeichnung, bedeutet eigentlich anziehend. Attraktiv heißt wörtlich übersetzt anziehend. Wen wollen wir anziehen? Wen wollen wir zu uns locken? Wen wollen wir an uns binden? Wenn jemand attraktiv ist, dann ist er begehrenswert. Für wen wollen wir alle begehrenswert sein? Wollen wir attraktiv sein? Aufreizend oder reizend? Mei, reizend. Aufreizend. Aufreizend hat schon ein bisschen einen anrüchigen Ton. Reizend ist aber trotzdem die abgeschwächte Form davon. Wen wollen wir wozu reizen? Was wollen wir an anderen auslösen, wenn sie uns sehen, wenn sie uns wahrnehmen? Männer sind Augenwesen und man muss sie immer fragen, wo wollen sie hinschauen? Worauf richten sich die Blicke? Was ist ein Hingucker in der Mode oder was ist ein Blickfang? Was fängt die Blicke der Männer? Und da ist die Mode ganz, ganz perfide, weil die Mode mit den sexuellen Reizen spielt. Bei Frauen mehr als bei Männern. Aber es gibt auch Männermode, die ich nicht empfehlen kann. In der Renaissance, die Renaissance-Mode der Landsknechte oder anderer, da waren die Männer sehr gefährdet mit den bunten, zerfetzten Ärmeln. Das war so richtig so Landsknecht. Ich bin der Held, schau, das ist alles zerschlitzt vom Schwert. Und solche Schamkapseln zwischen die Viers, wo man das Gemächt so richtig überbetont hat, das war Männermode damals. Fürchterlich anzuschauen. Wenn man sich das anschaut, denkt man sich, um Himmels Willen, haben sich die nicht geniert. Nein, die sind sich gut vorgekommen. Die sind sich gut vorgekommen. Man muss Mode immer mal mit einer gewissen Distanz betrachten. Dann versteht man sie. Und das ist ja ein altes Thema. Clemens von Alexandria sagt, solche Kleider, die er da beschreibt, sind nicht zur Bedeckung da, sondern zum Anschauen. Ja. Sind zum Anschauen, nicht zur Bedeckung. Der Erzieher, damit meint er Christus, ermahnt ausdrücklich, rühme dich nicht der Kleider, die du anlegen kannst, und erhebe dich nicht wegen irgendeines Vorzugs, der unbeständig ist. Und spottend über die in weiche Kleiden gehüllten Leute, sagt im Evangelium, siehe die Leute, die in prächtigen Gewändern und in Üppigkeit leben, sind in den Königspalästen zu finden. Damit meint er die Königspaläste auf Erden, die vergänglich sind und in denen Schönheitswahn und eitles Trachten nach Ehre und Schmeichelei und Täuschung wohnen. Wer aber beflissen ist, dem himmlischen Fürstenhof zu dienen, wo der König des Weltalls thront, lässt das unbefleckte Gewand der Seele das Fleisch heiligen und bekleidet sich auf diese Weise mit Unvergänglichkeit. Also es ist ein Thema, sei das
Nacktheit gibt, ist Mode ein Thema, wenn man es genau nimmt. Seit dem Sündenfall ist Mode ein Thema. Und eine Frage auch von, was kann ich mir leisten? Isaac war ja grundsätzlich wohlhabend. Rebecca hat zur Hochzeit feine Kleider und Goldschmuck bekommen. Sie war attraktiv, sie war fesch, sie war schön anzusehen. War das falsch oder böse? Naja, ich kann nichts dafür, dass ich schön bin, oder? Was kann ich dafür, dass Gott mich schön gemacht hat, dass mich jeder haben will? Eh nicht, ja. Aber es ist, wie man ausschaut, dafür können wir nichts. Das ist Gott gegeben und Gott macht keine schieren Sachen. Gott schafft nur schöne Dinge und schöne Personen. Aber es birgt Gefahren. Es gibt auch einen deutlichen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, den möchte ich nur kurz erwähnt haben. Im Neuen Testament wird von keinem einzigen Menschen gesagt, dass er schön ist. Ich habe das einmal durchgeschaut. Einmal wird in Apostelgeschichte 7, als Stephanus über die Geschichte mit Mose erzählt, da zitiert er, dass die Tochter des Pharao das Baby als schön empfunden hat oder dass es schön anzusehen war, das Baby, der Baby Moses. Aber ansonsten ist im Neuen Testament von keinem der Apostel wird gesagt, dass er schön war. Von keiner der Frauen, die dem Herrn Jesus gedient haben, wird gesagt, dass sie schön waren. Von Herrn Jesus schon gar nicht, ja? Es wird von niemandem, auch nicht von Pilatus, nicht von von niemandem wird gesagt im Neuen Testament, er war schön anzusehen. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns hier etwas zeigen will. Ich glaube, dass das einen Grund hat. Denn der Blick richtet sich im Neuen Testament im Besonderen auf den inneren Menschen. Im Alten Testament wurde das Segen Gottes, die Herrlichkeit in Schmuck, in Schönheit, in äußeren Dingen gezeigt. So wie der Tempel geschmückt war mit Gold und prächtiger Bauweise, war das im Alten Testament, im Zeitalter der Vorbilder, der Andeutungen, der Beispiele, im Bilderbuch Gottes angemessen. Aber nicht unbedenklich. Angemessen, aber nicht unbedenklich. Im Neuen Testament haben wir keinen Tempel mit Gold und Barockengeln. Wir sind ein Tempel aus lebendigen Steinen und die schauen aus wie der Tycho, diese Steine, die schauen aus wie die Cornelia, schauen aus wie ich. Na, wir sind ein Tempel, wir sind benannt, wenn man uns anschaut, oder? Aber ist ja wurscht, es geht ja nicht um die äußere Schönheit, sondern es geht darum, was Gott in unseren Herzen verändert. Aber das Äußere steht uns halt immer vor Augen, im Alten Bund wie im Neuen Bund. Im Alten Bund gab es eine gewisse Bedeutung und einen gewissen Grund für die feinen Kleider und den Goldschmuck. Ich erinnere nur daran, im Psalm 45 oder 44 bei uns, bei der Königstochter in ganz durchwirkt aus goldenen Kleidern, aus Ophir und fragt er mich, wie die Könige und die Königstöchter dort beschrieben werden, bei der Hochzeit des Königs, ist ja eine Veranschaulichung der Hochzeit des Lammes in ewiger und unvergänglicher Herrlichkeit. Es hat einen Sinn, uns etwas zu vermitteln. Oder wenn uns die Stadt des himmlischen Jerusalem mit Straßen aus Gold und mit Bausteinen aus Edelstein gezeigt wird, dann soll uns das etwas vermitteln. Aber es hat eine geistliche Bedeutung. Und genauso müssen wir es im Neuen Testament verstehen, dass wir zur geistlichen Bedeutung durchgedrungen sind. Das, was der Goldschmuck damals angedeutet hat, soll es das sanfte und stille Wesen in uns sein. Aber wir sehen einander noch. Wir nehmen einander noch leiblich wahr. Also wer ist in der Pflicht, sich selbst zu beherrschen? Sollen sich die Männer in Gera alle die Augen verbinden, damit sie die schöne Rebekka nicht sehen? Hätten sie das tun sollen? Ist es zumutbar, dass sich alle Männer in Gera die Augen verbinden? Man sagt immer, na schau halt nicht hin, beherrsch dich halt, ja? Da kriegen die Männer immer gleich den schwarzen Peter zugeschoben. Auf der anderen Seite gibt es auch so Meinungen, eine schöne Frau soll sich am besten in einer Schachtel verstecken, dass man es nicht sieht und nicht in Versuchung kommt. Das ist das andere Extrem. Oder die Vollverschleierung der Taliban und anderen Dingen, was wir so kennen. Wer ist in der Pflicht? Und darum sage ich, Schönheit ist eine Prüfung. Mit Schönheit umzugehen, ist eine Prüfung. Es gibt zwei Seiten. Das eine ist, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein.
Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeid oder Kleidung. Das Altarbund, das ist Bilderbuch Gottes, das ist eine Andeutung. Sondern das Eigentliche, der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Gibt was Kostbareres als Gold? Charakter. Und das andere, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wir sehen, dass beide Verantwortung haben. Die Männer haben Verantwortung, ihre Gedanken zu kontrollieren und sich zu beherrschen. Gehört, ja? Müssen wir. Wir dürfen uns nicht darauf ausreden, dass wir in Anfechtung gekommen sind, weil wir zu lange auf eine Frau geschaut haben, die zu wenig angehabt hat. Da müssen wir uns schon selbst beherrschen. Aber gleichzeitig ist es eine Verantwortung der Frauen, nicht zu provozieren. Keine falschen Gedanken, keine falschen Assoziationen zu provozieren. Also nicht attraktiv sein wollen, um Menschen an sich zu ziehen. Nicht aufreizend zu sein, um Menschen zu etwas zu reizen. Keine Hingucker zu tragen, damit Männer auf falsche Körperpartien schauen. Das sind alles recht entscheidende Sachen. Und die Modeindustrie ist hier voll auf der Seite des Teufels. Das dürfen wir nicht vergessen. Auf der Seite der gefallenen Engel, welche unsere Schwächen verstärken wollen. Wir müssen, und deswegen ist es eine Prüfung, bei allen Mitmenschen davon ausgehen, dass sie in ihrem Fleisch Verhaltensmuster der Sünde angelegt sind. In ihrem Fleisch sind Verhaltensmuster der Sünde angelegt, und das bedeutet, wir brauchen einen vorsichtigen, einen besonnenen Umgang untereinander. Lieber ein bisschen mehr auf der vorsichtigen Seite irren, als jemanden anderen zur Sünde zu verleiten. In Gedanken, in Worten, in Taten. Das ist ein realistischer Umgang und das müssen wir auch von uns selber immer im Auge haben. Da jeder von uns hat Verhaltensmuster im Fleisch, Verhaltensmuster der Sünde, die man reizen kann, die man provozieren kann. Und da müssen wir auch im Glauben sorgsam miteinander umgehen. Die Prüfung der Schönheit. Dann gibt es den Brunnenstreit. Da säte Isaak in jenem Land und erntete in demselben Jahr hundertfach. Der Herr segnete ihn. Der Mann fing an, reich zu werden, und es ging ihm immer besser, bis er sehr reich wurde. Denn er hatte Schaf- und Rinderherden und viele Felder. Da beneideten ihn die Philister. Die Philister aber hatten alle Brunnen verstopft, die die Knechte seines Vaters in den Tagen Abrahams seines Vaters gegraben hatte, und hatten sie mit Erde gefüllt. Da sagte Abimelech zu Isaak: Geh weg von uns, denn du bist viel mächtiger als wir. Da ging Isaak von dort weg und schlug sein Zelt im Tal von Gera auf und wohnte dort. Isaak grub die Wasserbrunnen wieder aus, die sie zur Zeit seines Vaters Abraham gegraben hatten, denn die Philister hatten sie nach Abrahams Tod verstopft. Er nannte sie bei den Namen, die sein Vater ihnen gegeben hatte. Auch gruben die Knechte Isaaks im Tal von Gera und fanden dort einen Brunnen mit frischem Wasser. Aber die Hirten von Gera stritten mit den Hirten Isaaks und sagten: Das Wasser gehört uns! So nannte er den Brunnen Ungerechtigkeit, weil sie mit ihm stritten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen und sie stritten sich auch um diesen Brunnen. Da gab er ihm den Namen Feindschaft. Da zog er von dort weg und grub einen anderen Brunnen, und sie stritten sich nicht mit ihm. So nannte er ihn Raum, weil er sagte, der Herr hat uns Raum gegeben und uns im Land vermehrt. Faszinierende Geschichte. Reichtum ist es auch eine Prüfung. Wir haben zuerst gehabt, Mangel ist eine Prüfung. Jetzt sehen wir, dass Reichtum eine Prüfung wird. Auf eine besondere Weise. Gut, Isaak ist in der Prüfungszeit im Land geblieben. Gehorsam, der Herr hat ihn gesegnet. Er brachte eine große Ernte ein. Ich finde es schön, wie es da so stufenweise geht. Er begann reich zu werden, es ging ihm immer besser, er wurde sehr reich.
Also so ein graduelles Zunehmen an Wohlstand. Nicht alles auf einmal, aber immer mehr. Die Folge war, er wurde beneidet. Neid. Beneidet zu werden ist eine Prüfung. Er wurde als Gefahr angesehen, du bist mächtiger als wir, und er wurde vertrieben. Also aus diesem Reichtum ist eine ganz andere Prüfung gekommen. Auf einmal habe ich mit Menschen zu tun, die mir nicht wohlgesonnen sind. Wie gehe ich damit um? Was mache ich da? Was ist schlimm daran, reich zu werden? Ist es überhaupt schlimm? Gott hat Abraham und Isaak ja ein gutes Land verheißen. Abraham, Isaak und Jakob waren reich und als mächtige Stammesführer anerkannt. Die haben hunderte Leute gehabt in ihrer Sippe. Ihr Reichtum war das Ergebnis wovon? Von Gehorsam, weil Abraham zuerst alles verlassen hat. Vom Vertrauen. Bleib im Land. Vertrau. Fleiß. Harte, konsequente Arbeit. Man muss erst sehen, pflügen. Bevor man sehen kann, muss man pflügen. Man muss sich um die Viecher kümmern. Das ist alles harte Arbeit. Zur richtigen Zeit aufstehen, zur richtigen Zeit schlafen gehen, sich richtig ernähren, dranbleiben. Und dann Gottes Segen. Ohne dem geht gar nichts. Und diese vier Dinge, Gehorsam, Vertrauen, Fleiß, Gottes Segen, führen praktisch automatisch dazu, dass man wohlhabend wird. Kann gar nicht schief gehen. Und dieser Reichtum erweckt Neid und Feindschaft. Es steht, Armut erniedrigt einen Mann, die Hände von Tatkräftigen aber schaffen Reichtum. Das ist fast wie ein Naturgesetz, oder? Das Segen des Herrn liegt auf dem Haupt des Gerechten, dieser macht reich, und sicher wird ihm kein Herzen, Kummer im Herzen zugefügt. Da kommt jetzt der Glaube, die Treue Gott gegenüber zum Ausdruck. Wenn wir Gerechte sind, dann segnet der Herr uns. Der Herr segnet die Gerechten. Und dieser Segen Gottes ist der eigentliche Reichtum. Wer sein eigenes Land bearbeitet, wird an Brot satt werden. Wer aber Müßiggang verfolgt, wird an Armut satt werden. Das ist ein Naturgesetz. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir fleißig sind, dass wir auf einmal Geld haben. Und wenn wir nicht fleißig sind, dass wir keins haben. Aber dann gibt es das, und ich sah all die Mühe und alle Tapferkeit des Handelns, denn das ist ein Wetteifer des einen vor seinem Nächsten. Auch dies ist Nichtigkeit und ein Streben nach Wind. Dieser Wetteifer untereinander, dieser Neid, diese Missgunst, die dann aufkommt, wenn einer mehr hat als der andere. Wo man nicht anerkennt, dass der Fleiß dahinter steckt, sondern das bin ich am neidig. Neid ist eine unschöne Eigenschaft. Und Neid hat der Reichtum Isaaks jetzt in Gera erweckt. Bis dahin, du bist so reich, dass du stärker bist als wir. Du hast mehr Macht als wir. Schau, dass du wegkommst. Wir können dich da nicht ertragen. Wir haben Angst vor dir. Im Neuen Testament werden wir zu einem bescheidenen Leben aufgefordert. So wie im Neuen Testament keiner mehr als schön beschrieben wird, sind wir auch klar dazu aufgerufen, gar nicht erst reich werden zu wollen. Die reich werden wollen, fallen in viele Sünden und Fallstricke. Denn es ist eine Gefahr, dass man den Mammon vergötzt. Es ist eine Gefahr, dass wir den Mammon dazu missbrauchen, in weltlichen Vergnügungen uns zu berauschen. Ja? Die Gefahr, dass wir durch Reichtum geizig werden und ein hartes Herz bekommen, ist die Gefahr einer vermeintlichen Unabhängigkeit von Gott. Trotzdem gilt, fleißige Arbeit unter Gottes Segen macht immer noch reich. Und deswegen ist Reichtum eine Prüfung. Wie gehe ich mit dem Wohlstand um, der mir zukommt? Ja, meine naheliegendste Geschichte ist, teil den Segen mit den Armen. Ja? Dann bist du auf einem guten Weg. Im Hebräerbrief lesen wir, denn ihr hattet den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmel besitzt. Unser Blick geht auch hier weg
von den vordergründig materiellen Sicherheiten und Assets, ja, oder Reichtümern hin auf einen bleibenden Schatz. Ein Schatz, wo nicht mehr die Räuber nachgraben und Diebe und die Motten und der Rost sie zerfressen, sondern der unzugänglich für die Feinde ist. In der himmlischen Zentralbank. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Oder wie ich heute in der Früh gesagt habe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, steht an einer anderen Stelle. Es langt. Es ist ausreichend. Wir können nicht mehr essen als bis zur Sättigung, oder? Tun wir das, dann tut es weh im Bauch, dann kommt es wieder hoch, dann sind wir ein paar Stunden bei der im Koma und es ist überhaupt nicht lustig, ja? Also bis zur Sättigung und genug. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das heißt, wie kommen wir zu einem gesunden Haltung, zu einer gesunden Haltung zu Wohlstand, Reichtum, indem wir wissen, das ist eh vergänglich, das ist nicht das Bleibende. Wir können loslassen, weil wir es eh nicht halten können. Wir müssen es eh weggeben. Wir haben aber einen bleibenden Schatz, eine bleibende Stadt, ein bleibendes Reich. Und wenn man so innerlich gelöst ist von den Dingen, dann erträgt man Verlust, dann brüstet man sich damit auch nicht. Man empfindet es eher als eine Bürde, wenn man reich ist. Wenn man sieht die Verantwortung, die es mit sich bringt. Also eine spannende Geschichte. Isaak wurde beneidet und vertrieben. Aber es ging weiter. Es ist nicht nur das gewesen. Wir kommen jetzt zu dem Brunnen Abrahams. Brunnen können wir im Hinterkopf immer mitrennen lassen. Es ist ein Sinnbild für das Wasser des Lebens. Der Feind wird diese Brunnen, diese enge Beziehung zu Gott, dem lebendigen, der Quelle lebendigen Wassers, immer wieder zuschütten wollen. Also, dass die Philister die Brunnen Abrahams zugeschüttet haben, ist für mich ein ganz klares Bild dafür, dass der Satan uns immer wieder die Beziehung zu Gott unterbinden will. Isaak gräbt die Brunnen Abrahams wieder aus. Er gräbt sich keine eigenen neuen Brunnen. Er erfindet den Glauben nicht neu für sich, sondern er knüpft an am Glauben Abrahams. Das ist, finde ich, ganz, ganz wesentlich. Und er gibt diesem Brunnen Abrahams sogar dieselben Namen. Und darum müssen auch wir immer zu den Anfängen unseres Glaubens zurückkehren, zu der Quelle, die Christus für uns erschlossen hat. Da denkt man an das Gespräch am Jakobsbrunnen zum Beispiel. Das heißt, es ist zurück zu den Anfängern, dieser ein für alle Mal überlieferte Glaube, was ich in dem Buch gerade behandle auch, das kommt hier zum Ausdruck. Wir erfinden keine neue Religion mit jeder Generation, wir bauen jedes Mal auf dem Glauben Abrahams. Er ist der Vater des Glaubens. Wir bauen auf Christus. Er ist die Quelle lebendigen Wassers. Wir erfinden nichts Neues. Wir müssen immer wieder diese alten Dinge ausgraben, wenn sie der Feind zuschüttet. Und wir müssen ihnen die alten Namen geben, weil die eine Bedeutung haben, weil die richtig sind. Und weil sie uns verbinden mit der gesamten Heilsgeschichte seit Abraham. Also ich finde das ein ganz starkes Bild, wie man Reformation betreiben soll. Reformation ist nicht was Neues machen, sondern das Alte ausgraben. Er grub aber auch im Gebiet der Philister. Er wollte also woanders auch graben, aber die haben das Wasser für sich reklamiert. Und das war ungerecht, ja, weil er hat gegraben, die anderen haben es genommen. Na okay, aber er ist weitergezogen. Der zweite war Feindschaft, ja. Es war nicht schön, wie die Philister mit ihm umgegangen sind. Aber vielleicht hätte er gar nicht im Gebiet der Philister graben sollen, weil es ja das Gebiet der Philister ist. Vielleicht war das gar nicht der Boden, wo er wirklich hätte sein Wasser holen sollen. Können wir auch drüber nachdenken. Aber Feindschaft an sich ist eine Prüfung.
Und die Prüfung durch Feindschaft, da hat Chrysostomos einen ganz guten Kommentar gemacht. Was soll man dann ferner an Isaak bewundern? Neben vielen anderen Tugenden ganz besonders seine Geduld. Indem er sich nämlich zu wiederholten Malen und an verschiedenen Stellen Brunnen anlegte, wurde er jedes Mal aus seinem eigenen Gebiet vertrieben. Gleichwohl setzte er sich gegen seine Feinde nicht zur Wehr. Und der Anblick der verschütteten Brunnen konnte seine Geduld nicht erschöpfen. Vielmehr ging er jedes Mal wieder an einen anderen Ort, ohne seine Bedränger anzugreifen. Wich er aus, verließ das Besitztum, bis sie ihrer Feindseligkeit gegen ihn genug getan hatten. Das heißt, Isaak war ja mächtiger als der Abimelech. Das hat der Abimelech selber gesagt, du bist stärker wie mir. Und dennoch hat er sich nicht gewehrt. Er ist weitergezogen. Und wenn ich stärker bin, wehre ich mich doch, oder? Aber Isaak ist weitergezogen. Er war wehrlos bis zur Erschöpfung der Gegner. Da denke ich an so einen Boxkampf-Cartoon, wo ein Riesenrecke drinnen steht, so ein Hühne und ein schwachmatisches Mandel. Und das war beim Kampf der Häuptlinge in Asterix war das. Der Majestix, relativ schon auch untersetzt, aber kein Sportler. Und der Augenblix, so ein Hühne, so ein Kerl, ja, ein Henker. Und die haben einen Boxkampf gemacht in dem Asterix-Heft und der Majestix ist einfach nur gelaufen, bis dem Augenblick die Luft ausgegangen ist und erschöpft war. Also wehrlos ausweichen bis zur Erschöpfung des Gegners. Irgendwann geht dann die Luft aus. Irgendwann verliert er den Reiz des Jagens, des Bösseins. Wir sollen uns also durch die Bosheit anderer nicht zum Bösen reißen lassen. Oder wie wir gehört haben, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und Isaak hat uns hier ein gutes Beispiel gegeben. Er wurde ungerecht behandelt, er wurde feindselig behandelt, er ist ausgewichen und weitergezogen. Seine Prüfung, und er hat die Prüfung gut gemeistert. Am Schluss hat er gesehen, der Herr schafft Raum. Da zog er von dort weg und grub einen anderen Brunnen und sie stritten nicht um ihn. So nannte er ihn Raum, weil er sagte, der Herr hat uns Raum gegeben und uns im Land vermehrt. Das heißt, dieses wehrlose Erdulden der Feindschaft hat seinen Lohn gehabt. Gott hat es belohnt, dass er erduldet hat, ertragen hat, sich nicht gewehrt hat. Es hat sich ausgezahlt, geduldig auf Gottes Fürsorge zu warten. Gott wird für mich sorgen. Brauchst nicht selber. Was wäre das Ergebnis gewesen, wenn er die Sache selbst in die Hand genommen hätte, also sich gewehrt hätte? Er war ja mächtiger. Hätte vielleicht einen kurzzeitigen Sieg gegeben gegen die Philister in Gera. Hätte ihre Stadt niedergebrannt. War üblich damals. Hätte er allerlei Leute umgebracht, hätte viele Tote gegeben. Er hätte sein Recht auf seine Brunnen verteidigen können, auf diese Art, wie es damals üblich war. Aber er hätte sich die Feindschaft ganz Kanaans zugezogen. Und gegen alle Stämme Kanaans hätte er nicht bestehen können auf militärische Weise. Es wäre nicht gegangen. Es wäre kurzsichtiges Denken. Gewalt führt nur zu Gewalt und eskaliert. Wieder sehen wir die Parallelen zu Abraham. Auch Abraham hat Brunnen gegraben und der Isaak hat es wieder ausgegraben. Abraham hat dem Brunnen Namen gegeben. Isaak gab ihnen dieselben Namen und einen Brunnenstreit hat es auch gegeben. Der Schwurbrunnen, wir kommen zum letzten Abschnitt. Dann ging er von dort hinauf zum Brunnen des Eides. In derselben Nacht aber erschien ihm der Herr und sagte, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will dich segnen und deinen Samen mehren um meines Knechtes Abraham willen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Da kam Abimelech von Gerar zu ihm mit Ahuzat, seinem Freund, und Pichol, dem Oberbefehlshaber seines Heeres. Isaak sagte zu ihnen, warum seid ihr zu mir gekommen, wo ihr mich doch hasst und mich von euch weggeschickt habt? Sie aber sagten, wir haben doch gesehen, dass der Herr mit dir ist.
Da sagten sie, lasst uns einen Eid zwischen uns und euch ablegen und einen Bund mit euch schließen, dass ihr uns nichts Böses tut, denn wir haben euch nicht angerührt und euch nur Gutes getan und euch in Frieden weggeschickt. Ihr seid nun die Gesegneten des Herrn. Da machte er ihnen ein Festmahl und sie aßen und tranken. Da standen sie früh morgens auf und schworen einander einen Eid, und Isaak schickte sie fort, und sie zogen in Frieden von ihm fort. Am selben Tag kamen Isaaks Knechte und berichteten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sagten zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Da nannte er ihn Eid. Darum heißt die Stadt bis auf den heutigen Tag Eidbrunnen oder Beersheba. Der Schwurbrunnen, der letzte Brunnen. Demselben Brunnen haben bereits Abraham mit Abimelech und Pichol einen Bund geschlossen. Genesis 21, 34. Nachdem zuvor die Knechte Abimelechs dem Abraham die Brunnen streitig machte. Man kann kommen, wie kann man das noch anders sehen, vielleicht von der Zeitabfolge. Kann sein, theoretisch, dass Kapitel 26 vor Kapitel 25 geschehen ist, einfach nur anders angeordnet, dass es wirklich noch dieselben Leute waren, weil wir lesen ja nichts von Jakob und Esau in der Geschichte. Und wäre als ganze Familie gekommen, hätte man Rebekka wohl kaum als eine unverheiratete Frau sehen können. Das ist nur als eine Randbemerkung, vielleicht nur für die, die düfteln wollen, wie sich Zeitabfolgen und Zusammenhänge im Buch Genesis ausgehen, waren ja alles einzelne Geschichten, die organisiert worden sind. Aber lassen wir das am Rande, das ist nicht so wichtig. Es wichtig ist, dass es an demselben Ort mit dem König von Gera wieder einen Bund gegeben hat. Isaak Abimelech. Spannend. Isaak ist zum verschütteten Schwurbrunnen gegangen. In derselben Nacht bekräftigt Gott die Verheißung. Er baut dort einen Altar, ruft den Herrn an, hat der Abraham auch immer gemacht. Seine Knechte graben einen Brunnen. Abimelech anerkennt, dass Isaak vom Herrn gesegnet ist. Das ist eine Kapitulation. Der Feind kapituliert. Die Verfolgung hört auf, weil er uns nicht besiegen kann. Verfolgung ist immer nur zeitlich. Verfolgung ist immer nur für einen Moment, bis den Verfolgern die Luft ausgeht. Da müssen sie kapitulieren. Da muss man sich arrangieren. Da muss man eine Lösung finden. Wie können wir miteinander leben und umgehen? Das war immer so. Man muss nur aufpassen, dass man sich bei so einem Friedensschluss nicht einseifen lässt, wie das die Kirche und der Konstantin gemacht haben. Da haben sie sich über den Tisch ziehen lassen. Aber in einem gepflegten Nebeneinander zu leben als Volk Gottes und Kanaaniter, das war okay. Das ist dort geschlossen worden. Ein Friedensschluss. Aber kein Bundesschluss, kein wir heiraten jetzt untereinander und wir werden ein Volk. Das nicht. Sie waren getrennt weiterhin. Und am selben Tag haben die Knechte dann das Wasser im Schwurbrunnen gefunden. Ganze Reihe, was gemeinsam ist mit Abraham und Isaak, oder? Jede Menge Parallelen. Bundesschluss, Friedensschluss. Es ist interessant, dass es am selben Tag, in derselben Nacht diese Zeitangaben drinnen sind. Isaak war jetzt wieder dort, wo bereits Abraham gezeltet hat. Dieser Ort, Beersheba, war ein Ort der Begegnung mit Gott, Altar, den Namen des Herrn anrufen. Er war gewissermaßen daheim. Und so wie er daheim war, hat das Wasser wieder gesprudelt. Also am selben Tag fanden sie das Wasser. Das ist für mich schon auffällig gewesen beim Lesen. In derselben Nacht hat Gott mit ihm gesprochen, am selben Tag haben sie Wasser gefunden. Das zeigt den Segen, was es bedeutet, daheim zu sein bei Gott. Bei Gott daheim zu sein, da sprudelt das Wasser, da gibt es die Worte Gottes und die Verheißung. Isaak ist also in allem geprüft worden, wie auch Abraham geprüft worden ist. Und er hat in allem durch denselben Gehorsam an Glauben diese Prüfungen bestanden. In manchen Punkten war es sogar schwerer. Er konnte von seinem Vater lernen, wie es geht. Wir können von Abraham, Isaak und allen anderen vor uns lernen, wie man diese Prüfungen besteht. Schauen wir auf die, die vor uns gegangen sind. Leben wir aus der Verheißung.
Und da gibt es auch so ein kleines Detail. Die erste Verheißung war, bleibe in diesem Land und ich werde mit dir sein. Und am Schluss heißt es, ich bin mit dir. Zukunft, Gegenwart. Es ist nur ein Detail, ob das jetzt besonders aussagekräftig ist oder anders formuliert ist. Aber es beginnt und endet mit der Zusage Gottes, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams und auch der deine. Ich bin auch mit dir. Der Bund, die Verheißung, wird bestätigt. Aber vom Anfang bis zum Ende des Kapitels haben wir die Glaubensprüfungen Mangel, Schönheit, Reichtum, Feindschaft. Das ist nicht wenig, was er da durchgemacht hat in diesen, nebenan ein paar Jahren, die er dort war. Darauf dürfen wir uns verlassen. Er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Amen.